Auf einer meiner Routinepatrouillen wurde ich fernab vom Eispalast von einem starken Schneesturm überrascht. Ich hatte mich verlaufen. Tagelang lief ich durch die Schneewüste, ohne auf ein Lebewesen zu treffen. Das war der Zeitpunkt, an dem ich den Elex-Konsum nicht mehr aufrechterhalten konnte. Mir wurde schmerzhaft bewusst, was für ein Leben wir Alps führen und wohin die Verblendung durch das Fehlen von Emotionen tatsächlich führt. Ich musste umdenken und um mein Überleben kämpfen. Wie du sehen kannst, ist es mir gelungen. Ah ja. Okay, jetzt haben wir mal ein Stück Origin-Story von Jura erfahren. Herzlich willkommen zurück zu Alex 2. Wir hoppeln weiter. Wir sind immer noch bei den Outlaws. Ich bin hier nicht wirklich freiwillig. Eigentlich suche ich hier einen Typen. Aber leider wird es wahrscheinlich darauf hinaus, dass wir die eine oder andere Outlaw-Quest machen. Einfach nur, weil wir jetzt halt hier sind. Und deswegen ich jetzt mit irgendwelchen Leuten rede. Aber wir können zumindest versuchen, noch schnell welche Sachen zusammenzubauen. Aber kann ich gar nicht, ne? Kriegsbogen. Nee, also okay, von meinen ganzen Waffen kann ich nichts zusammenbauen. Aber ist hier vielleicht irgendwo noch ein Nahkampftisch? Ich meine, das ganze Dings von den Outlaws ist ja, dass sie irgendwie so Mad Max für Arme sind, ne? Ist hier irgendwo noch ein Nahkampftisch? Wahrscheinlich nicht, oder? Okay, wir könnten noch einen Grill benutzen. Hier ist die Küche. Da steht noch ein Heiltrank. Kannst du mir hinterher? Ich safe. Tu nichts, was ich... Dreckiger Dieb! Das hat sie gesehen? Vielleicht fällt sie so aus. Den Dreckskerl holen wir uns! Das ist ganz schön widerstandsfähig, die gute Vicky, ne? Mein Rockspezial wird mir nicht im Schädel angezeigt. Die Points wurden aber abgezogen. Tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Ich sehe es tatsächlich auch nicht. Aber keine Angst drauf, wir machen heute schon noch Sport. So, wer bist du hier? Der Söldner heißt der Typ. Okay. Ey. 100 Splitter für einen Tag. Ab einer Woche gibt's Rabatt. Das Risiko trägst du. Keine Entschädigung bei Unfällen. Aha. Und was genau verhandeln wir gerade? Bei dir muss ich wohl von vorn anfangen. Ich bin der Typ, der dich unsterblich macht. Trägst du nicht ein bisschen dick auf? Ich saufe, rauche und hab mehr Kerben auf der Flinte, als ein Reißer Zähne hat. Trotzdem stehe ich hier und atme. Also, kommen wir langsam ins Geschäft? Okay, also ich habe einen Begleiter for Hire oder was? Das wäre wahrscheinlich interessant gewesen, wenn du ihn ganz am Anfang getroffen hättest, oder? So früh wären wir nicht hingekommen. Hast du auch einen Namen? Ich ziehe es vor, keinen zu haben. Ein Name klebt wie Blut an dir, lockt nur die Geier an. Einmal nicht aufgepasst und du stehst auf einer beschissenen Liste. Wer im Schatten bleibt, verbrennt sich nicht den Schädel. Ja, aber das funktioniert nur, wenn es andere oder gibt, die sind du und du, der Name, das Einzige, was dich auszeichnet, wenn du jetzt halt der Söldner heißt und du bist halt der eine Dude, der für Geld arbeitet, ist halt irgendwie schwierig, oder? So, kann ich ihn jetzt anheuern? Pack deine Sachen, du bist angeheuert. Ich glaube, du hast was falsch verstanden, Bruder. Die Drecksarbeit erledigst du schön selbst, aber ich kann dir zeigen, wie man's macht. Ich bilde dich aus und verkaufe dir genug Zeug, damit du mehr als einen Tag da draußen überlebst. Hä? Meinen Tages- und Wochensatz kennst du ja. Also, steht der Deal? Ich bezweifle, dass du mir etwas Neues beibringen kannst. Verstehe. Bist selbst im Gewerbe. Ein Profi sozusagen. Hör zu, Junge, auch wenn's abgedroschen klingt. Man lernt nie aus. Und ich bin sicher, ich kenne noch den ein oder anderen Kniff, der dir den Arsch retten wird. Wenn nicht, bleibt dir noch immer die Ware. Was? Bring mir etwas bei. Wusste ich doch, dass ich dir noch was zeigen kann. Was kann er mir denn beibringen? Energiemeister, Pulvermeister, Fernkampfspezialist, Anforderungen 10%, ja. Resistenzen? Sein Schutz vor wie schädlichen Statuseffekten. Interessant, aber nicht so doll. Rüstung. Rüstung ist halt. Also semi-interessant, ne? Munition herstellen, Handgranaten herstellen, Sockel einsetzen. Ich weiß nicht, ob Sockel einsetzen, ob ich das wirklich brauche, ne? Ich habe halt einfach keine gesockelten Waffen. Weil bis jetzt sah es nicht so aus, als wären Fernkampfwaffen Fan-Dingsbums. Ja, Ja, wie gesagt, der Rüstungsskill ist vielleicht noch ganz interessant. Das mit den Resistenzen vielleicht auch, weiß ich nicht. Ja,
gut, ich glaube, das Einzige, was ich noch leveln würde, wäre extra Lebenspunkte und Regeneration wäre halt noch interessant bei Dings, aber ansonsten, okay. Was hast du auf Lager? Was hast du auf Lager? Sieh dich um. Ich habe die Errungenschaft freigeschalten, Crema, weil ich anscheinend bei X-Händlern eingekauft habe. Naja, gut. Kriegsarmbrust. Die könnte ich sogar tragen. Also macht eigentlich, gebe ich weniger Schaden als mein Bogen? Okay. Ansonsten hat er noch Dietrich im Angebot, die sind gekauft. Kann ich noch was verkaufen? Ja, nicht so wirklich, ne? Also ich will ihn nichts verkaufen, weil ich halt immer noch nicht weiß, ob ich die Sachen nicht irgendwie doch noch brauche. Also, ich will wahrscheinlich die Handgranaten andrehen. Der Feuerspucker? Der ist nur 900 wert? Warte, warte mal, ich kann ihm meine überflüssige Munition andrehen, ne? Weil ein Granatwerfer, Geschützmunition. Raketen, das sind halt alles Waffen, die ich nie benutzen werde. Und ich habe hier auch noch 153 Bolzen, die können eigentlich auch weggehen, aber die Schrotflintenmuni. Kanonenmunition, what the fuck? Die Plasmazellen behalte ich mal noch. Plasmawaffen waren behindert overpowered im Vorgänger. Was ist hier noch? Hier stimmt's, die können auch weg. Wir kommen vielleicht nochmal auf das Thema. Zack. Bring mir etwas bei. Nein, ich will nichts weiter überführen. Tschüss. Okay, also der Söldner ist quasi auch noch ein besserer Händler. Na gut. Wir suchen übrigens immer noch einen Typen namens Viper. Möchte ich kurz feststellen. Okay, anscheinend stört sich niemand daran, dass ich hier in diesem Hinterzimmer bin. Oh. Ein Rezept für einen großen Alex-Trank. Und Pfeile. Und Kaffeebohnen. Und Klopapier. Und ein schweres Schloss. Ich bin nicht gut genug. Ja, das müssen wir dringend mal ändern. Ich muss mal mit Dings reden, mit unserem Baumeister. Dass ich mir den dritten Schlüsselknacken-Skill hole. Das machen wir am besten sofort. Kann ich mich gleich noch mal in mein Jetpack ausbauen. Denn haben wir mich auch eigentlich geschafft. Mache ich mich genau an der Stelle weiter. Mann, schon, ich bin nicht mehr in der Bastion. Ich hoffe, alle Decks labert mich nicht zu. Genau, Jetpack-Tisch. Danach zum Schmied nochmal Pfeile einkaufen. Einfach nur, weil ich kann. Kostet das eigentlich Geld? Oh ne, es kostet kein Geld. Oh, Langstreckenflieger habe ich gekriegt, weil ich das auf Level 30 gekriegt habe. Also, ist ja auch ein, die irgendwie fast schon logisch, das Jetpack bei jeder Gelegenheit auszubauen. Das ist einfach zu mächtig. So, Schmiede. Kann ich hier nicht noch was zusammenstellen? So, die bestehenden Sphärenklingen kann ich wahrscheinlich gut jetzt verkaufen. Die Dinger braucht man 10 Stück von, um die gute Variante rauszukriegen. Passe. Aber die Großachs können wir für nichts ausbauen. Was haben wir hier noch? Dann haben wir hier noch beschädigte Läuferklinge. Da können wir gleich 2 Stück von ausbauen. Da haben wir jetzt 3 von den Dingern. Und jetzt könnten wir noch die Läuferklinge. Die 1350 wert ist das Stück. Könnten wir mit dem Skin hätten, den wir nicht haben, zu verbesserten Läuferklingen verkaufen. Und damit ist die, glaube ich, guten Gewissens verkaufbar. Das Schwert könnten wir zum verbesserten Schwert ausbauen. Aber wir bräuchten mal Schmiede 2. Kann also auch verkauft werden. Naja, ansonsten habe ich hier, glaube ich, nichts mehr so großartig Interessantes, oder? Der Rest, eigentlich kann ich die ganzen Sachen alle verkaufen. Warte mal, ich kenne die beschädigten Läuferkönige. Das beschädigte Schlechterschwert kann ich noch ausbauen zum anscheinend verbesserten Schlechterschwert. Und dafür bräuchte ich jetzt wieder Eisenerz, was ich nicht habe. Und vor allen Dingen Fähigkeit 2, was ich auch nicht habe. Ja, dieses Schmiedesystem ist echt 5 Fuß, ne? So, gut. Kann ich die Sachen hier oben in den oberen Kategorien eigentlich schon mal alle verkaufen, ne? Weil ich kann hier eh nichts mehr anfangen. Weil ich werde ja wahrscheinlich nicht nochmal Schmieden 2 lernen. Das ist nicht so, ob das überhaupt noch irgendwas bringt hier großartig ökonomisch zu handeln, weil eigentlich brauche ich die meisten Sachen einfach nicht mehr. Also, ich weiß nicht, das ist irgendwie, ich glaube, wir haben den, was? Gute Rebellenkleidung. 11 Rüstung. Ja. Okay, mehr spare ich mir aber durch für einen Moment. Weil das ist halt irgendwie so richtig. So, warte mal, das sind die Dinger. Ne, die kann ich auch von. So, die Läuferklingen kann ich auch verkaufen. Guten Gewissens, ne? Schicht des Legatenschwert, das kann ich nicht ausbauen? Warum konnte ich das nicht ausbauen? Egal. Und dann haben wir eigentlich nichts sonst verkauft. Aber wir machen jetzt trotzdem noch schon wieder Plus bei der ganzen Geschichte. Oder wir machen 8000 Plus, weil die Waffen so lästig viel wert sind. Okay, dann können wir doch noch die gute Rüstung hier kaufen. Dann machen wir jetzt ein bisschen Minus. Dann kann ich doch eigentlich mal eine andere Rüstung noch verticken wieder, oder? Die ich hier noch. Wenn ich jetzt. Die komischen Klamotten hier sind leider relativ wertlos. So. Das Ding ist, dass halt, man kann sich ja auch nur den Rebellen anschließen, oder beziehungsweise keiner Fraktion, und dann hat man halt die Klamotten hier an. Ja, das sieht absolut lächerlich aus. Also das ist, allein schon aus Style-Gründen kann ich leider nicht den Rebellen beitreten.
Weil das geht nicht. Das sieht so ja aus wie der letzte Horst. Wer kann ich denn da noch ernst nehmen? Ach hier, die Geschichten, die Gartenkräuter kann ich tatsächlich noch ausbauen. So, jetzt haben wir ein großes. Das Regentenschwert kann sogar Blitz. Cool. Also nicht, dass ich mal so weit kommen würde. Ich kann es eh nicht tragen, weil ich keine 69 Stärke habe. Nice. Aber das wäre schon recht mächtig, sag mal. Zumindest haben wir jetzt aber wieder ausreichend Pfeile. Mit 600 Stück sollten wir in nächster Zeit schon ein bisschen was machen können. So, da ist Fox. Das Ding hat da vorne. Ich glaube, ich hab's jetzt. Oh nein, was sitzt du denn noch? Die nächste Prügelei? Nicht ganz. Es sei denn, du bezeichnest einen Kampf gegen eine Herde Mutanten so. Du willst Mutanten angreifen? Ja, aber nicht irgendwelche. Diese Herde ist auf dem direkten Weg in Richtung eines unserer Weltenherzen. Sag mir, wenn du bereit bist und wir brechen umgehend auf. Mhm, und dafür muss man bereit sein? Naja gut. Okay, ich notiere mir, dass er das hat, aber erstmal nicht. Wahrscheinlich hat Kroni mich auch noch... Ist denn jetzt Gardok hin? Ich hab mir... Ah, hier. Er kann mir doch Schlösserkranken beibringen, oder? So, hier. Hat der noch was im Inventar? Nichts umsonst. Er hat tatsächlich einen Klopfer im Angebot. Habe ich ihn nicht verkauft? Er hätte tatsächlich noch brauchbaren. Er hat ja noch das hier. Ansonsten hat er Dietrich. Ich weiß nicht, wie viel Dietrich ich habe. Wahrscheinlich steht es irgendwo. Ich habe es einfach noch nicht beachtet. Nö. So, dann kriegt er hier noch mein gutes beschädigtes Regentenschwert für knapp 1500. Machen wir sogar noch Plus an den Dingens. So, und jetzt können wir bei ihm mit Schlösserknacken 3 lernen. Haha. So. Und ich glaube, den anderen Skill, den kann ich mir komplett sparen, ne? Weil Skillpunkte sind wahrscheinlich mehr wert als alle Dietriche, die ich jemals verbrauchen kann. Einfach nur, indem ich Schlösser knacke. Insofern. Fahre ich wahrscheinlich wesentlich besser damit, wenn ich einfach weiterhin Dietriche einfach kaufe und Schlösser knacke. Ich meine, so oft verliert man die ja auch nicht. So, und jetzt können wir nämlich das große, schwere Schloss hier knacken. Haha. Können. Ob es noch reicht, weiß ich nicht. Wie auch immer dieser Dietrich übrigens in dieses Schloss hier reinpasst, ne? Das war also, wohl nichts. Bei dieser Animation haben die auch echt nicht nachgedacht, ne? Dass der Dietrich da halt bis ganz hinten reingeht. Das war wohl nichts. Okay, müssen wir da hinten anfangen? Wo wir einen schweren Schlüssel haben, haben wir bestimmt mehr Dietrich-Verbrauch, nehme ich mal an. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Wonach auch immer das geht, wenn das kaputt ist. Das war wohl nichts. Ja, aber vier Dietriche verbraucht. Steht das denn hier, wie viele Dietriche ich habe? Okay. Ich versuche jetzt einfach das hier. Okay, das ist ein bisschen deprimierend jetzt, weil ich kann ja echt gerade kein System erkennen. Okay, die drei bleiben. Bis zum vorletzten. Okay, ich habe jetzt schon wieder keinen Bock auf schwere Schlösser. Okay, jetzt gehen wir wieder so. Nee, hä? Okay, gut, also wir können bis zum vorvorletzten gehen. Bis den hier hochziehen. Den machen und dann den hier. Zu okay. Einfach. Ja, zu einfach, den halbes Jahr. So, belohnt sich das überhaupt? Was kriegen wir dafür? Sehr großes Dings, ein Notizbüttel in Irinas Truhe. Wie schön. Wir finden Schrott, wir finden einen beschädigten Schienenhammer, der immer 1900 wert ist. Na gut, das war jetzt nicht ganz wertlos. Sagen wir so, das schwere Schlossknacken hat sich schon gelohnt. Und die geheime Notiz ist vielleicht tatsächlich sogar interessant. Geschriebenes. Es war schwer, die Waffen aus der Grotte zu schaffen, aber zum Glück konntet ihr mir helfen. Ich danke euch dafür. What? Na gut, Quicksave, mit Irina reden, die anscheinend hier das Lager verwaltet. Grüß dich. Huch, ich habe dich gar nicht bemerkt. Sag, wie kann ich dir helfen? Wenn du eine Auskunft brauchst, bist du woanders besser aufgehoben. Ich kenne mich nur ein wenig im Schieberdistrikt aus. Wir sind im Schieberdistrikt. Wo genau, wer genau ist eigentlich hier Schneider? Weißt du, die anderen Leute haben hier irgendwie so Schrott an. Und sie trägt hier irgendwie das Mad Max Kriegerprinzessin in Leder-Outfit oder was? Ich meine, das relativ passt genau auf ihren Körper und betont ihre Figur. Wo genau kommt es jetzt her? Was macht sie wahrscheinlich? Verwaltet sie das Lager?
Was machst du hier? Verzeih, aber das möchte ich für mich behalten. Kommen wir lieber auf das zu sprechen, was auch dir helfen wird. Ich handle mit ein paar Gegenständen. Warum schaust du dich nicht um? Vielleicht findest du ja etwas Brauchbares. Ah ja, okay, gut, schön. Zeig mir deine Ware. Gerne. Was hat sie denn? Top. Eine Handgranate. Einfaches Outlaw-Hemd. Keine Buff-Tränke. Sie hat 50 Dietrich im Angebot. Sind gekauft. Und ansonsten so ein bisschen Diebesgut. Gut. Ich habe dir im Gegenzug ein Legatenschwert anzubieten, was ich eh nicht ausbauen kann. Das Schwächterschwert kann ich noch bauen. Was habe ich gerade noch geklaut? Irgendwas habe ich da noch gerade. Die Kriegsakt kann ich dir noch gerne anbieten. Die normalen Schwerter, die kann ich nämlich auch nicht ausbauen. Also alles, was nicht beschädigt ist. Einfache Klinge kann weg. Wir brauchen keine Nackerwaffen mehr. Stahlnetz. Ich behalte die legendären Gegenstände einfach mal eine Runde. So, und ich glaube, das Schild kann auch weg, weil ich renne hier nicht mehr mit Schild rum. Wenn beschädigte Schienen haben, den kann ich noch ausbauen. Ich hatte noch gerade hier noch einen normalen. So, Großachs kann auch weg. Jo, gut. Dann machen wir nur 3.500 plus. Ich denke, das ist ein guter Anfang. Aber ich könnte ihre Notiz an sie selber verkaufen, ob das klug ist. Na gut, warum hat sie eigentlich kein Problem mit den Outlaws? Machen die Outlaws dir keine Probleme? Nein. Ich stehe sozusagen unter besonderem Schutz. Aha. Irgendwelche Übergriffe muss ich also nicht befürchten. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich mir alles herausnehmen kann. Ich gebe mir einfach Mühe, nicht negativ aufzufallen. Aber auch darüber möchte ich nicht reden. Du willst doch sicher noch eines von meinen Stücken kaufen. Greif also zu, bevor es ein anderer tut. Das sagt sie vor allen Dingen, während gegenüber Olle Vicky von Olle Blade ausgenommen wird, ne? Das passt ja irgendwie alles nicht zusammen hier. Ich suche einen Typen namens Viper. Ich suche einen Outlaw. Viper heißt er. Wirklich kennen tue ich ihn nicht. Ich bin ihm nur flüchtig begegnet. So, so. Das war, als ich eine Audienz bei Baxter hatte. Er kam kurz nach mir rein, ist aber auch recht schnell wieder gegangen. Danach ist er mir nicht mehr unter die Augen gekommen. Oder ich habe ihn übersehen. Die Gassen sind so verwinkelt, da kann das schon mal passieren. Ich denke nicht, dass dir das hilft, oder? Nein, nicht wirklich. Trotzdem danke für die Auskunft. Das war erstaunlich detailreich dafür, dass sie nichts verraten möchte, oder? So, 51 Dietrich von ihr. Ach, jetzt steht sie in ihrem Lager, nachdem ich das leergeräumt habe. Das ist hier ein bisschen spät eingefallen, habe ich das Gefühl. Na gut, sie hatte gesagt, dass ich mich umsehen soll, umschauen soll und schauen soll, ob mir irgendwas gefällt. Mache ich. Na hier, dieser kleine Heiltrank hier, der gefällt mir zum Beispiel sehr gut. Den nehmen wir mit. Noch was? Vorräte, Zeug. Ist immer wichtig, Regale zu haben. Es ist unfassbar, wie sehr man sich in seinem Erwachsenenleben dann am Ende doch über gute Regale freut. Das sind zum Beispiel Kackregale. Ein gutes, schönes Regal zu haben, was stabil ist, nicht wackelt. Hat irgendwie noch ein bisschen halbwegs hübsch aussieht, wenn du irgendwie in der Bude rumstehen hast. Das ist schon viel wert, sag ich dir. Okay, das Dach hier hat. Auf dem Dach stehen. Okay. Da oben ist sogar so ein Ding von so einer Klimaanlage, so ein Belüftungsding an eigentlich. Ich meine, so ein Belüftungsding sieht. Ob das noch funktionabel ist? Ich meine, das sieht noch richtig gut aus, aber das ist 100 Jahre alt ist. Die alte Technik. Die Basar haben sich ja eigentlich auch richtig viel Mühe gegeben, wo die Tücher haben, wie auch immer die Löcher reinkommen. So, hier sind wir die Berserkerhändler. Na, Judy, wir fragen uns weiter rum. Wir suchen ja immer noch Olle Viper. Muckefuck. Verschwinde, aber sofort! Okay, oder ist das hier die Hütte des... Ja, du gehst besser. Hast du es Begriff? Hä? Ihr seid die reisenden Händler. Warum haben die reisenden Händler das dagegen, wenn ich hier irgendwo einbreche? Die müssten doch absolut überhaupt keine Verbindung zu allen möglichen Leuten hier haben, oder? Naja, gut. So, da hinten ist wieder der Typ mit seinem Kindergarten, von dem ich immer noch nicht glaube, dass er überhaupt existiert. Den halten wir uns erstmal auf jeden Fall fern. Wer wohnt hier? Ist ja auch alt, immer so noch nicht sein. Muss ich hier anscheinend noch einen Kochtisch oder so Herd? Da haben sie echt. Was ist das hier? Cliffs Notizbuch. Die Jungs haben eine größere Menge von diesem neuen Zeug gefunden. Der Kram sieht aus wie Alex, aber die Farbe ist anders. Irgendwie lila. Keine Ahnung, wo sie das gefunden haben. Hauptsache, sie bringen es mir. Ich wette, wenn man das Zeug rauscht oder zu Stimms verarbeitet, knallt es richtig. Dann klingt die Kasse. Den Bastard holen wir uns. Oh. Aua. Wo war denn mein letztes Safe-Game?
Ah ja. Vor allem, weil ich nur 15 Notizen geklaut habe, ne? Das ist, die werden hier gleich wieder aggressiv. Ich finde das sehr unhöflich von ihnen. Hab den auch echt nicht gesehen. Ich hätte vielleicht vorher schleichen sollen, um zu sehen, ob irgendjemand darauf reagiert, ob ich schleiche, ne? Ne, der ist hier wahrscheinlich gerade die Treppe runtergekommen, oder? In dem Moment, wo ich hier das... Geschäftlich? Aber diesmal habe ich keiner gesehen. Also ich hätte einfach nur ein bisschen schneller sein können, der hat mich nie mehr gesehen, oder was? Hä? Wo kam der... Der hier draußen geraucht, oder? Was? Wo kam denn der Typ gerade her, der mich hier gerade gesehen hat? Seite aus Tipps und Dienstbuch. Endlich hat mein Kumpel mir was von den lila Zeug vorbeigebracht. Hab's mir direkt eine Mischung fertig gemacht. Es brennt zwar gut ab, aber so richtig knallen tut's nicht. Das Kribbeln am Bauch und den Händen ist ja normal, aber den Sims, die ich mir sonst reinfahre, brennt sich das Licht nicht so grell in meine Augen. Sobald es dunkel ist, werde ich mal frische Luft schnappen gehen. Oh. Ich wette, wir finden Cliff irgendwo draußen als so einen Verlorenen rumlaufend oder so. Wir müssen warten, bis es Nacht wird, um ihn zu finden. Ob es noch mehr Seiten von Cliffs Notizbuch gibt? Also an sich haben wir jetzt ja nicht so richtig einen Hinweis, wo er eigentlich ist. Dieses Tal könnte übrigens wunderschön sein. Wahrscheinlich ist es hier ein bisschen kühl. Aber an sich, du hast hier die Wasserfälle, du hast hier die Berge. Aber könnte ja schön sein, oder? Und die bauen hier halt so eine Wellblechhütten. Verzieh dich, du hast ja nichts zu suchen. Ja, sorry. Kluge Entscheidung. Irgendjemand muss hier übrigens so ein Rasierapparat haben, oder? Verzieh dich, du hast ja Myra nichts zu suchen. Der geht uns nicht mehr, Silap! Was hat die Myra mich gerade geblockt hat? Verzieh dich, du hast ja nichts zu suchen. Ach, verdammt. Verzieh dich, du hast ja nichts zu suchen. Haben wir noch mehr Befehls von Cliff? Hast du Scheiß... Kluge Entscheidung. Irgendwann ist Alex bleibt gefährlich. Lassen wir die Finger davon. Interessant. Ach, die Stofftiere... Oh, warte mal, das Stofftier, das kommt mir sehr bekannt vor. Das da. Das sieht ein bisschen aus wie die Dudes aus Uncharted. Nein, ich auch nicht. Noch mehr Kaugummi. Was soll ich damit Kaugummi? Gut, also das hier ist tatsächlich nur ein Wohnhaus, ohne weitere... Aber hey, hier liegt ein Heiltrank rum. Euer Herbert aus dem Orbit, achso. Oder Herbert aus dem Orbit hat mir erzählt, dass umgewandelt ist Alex. Hast du auch etwas Interessantes zu erzählen? Hey, ich hab die ordentliche Bar gefunden. Wup, wup. Warum zerbrichst du dir darüber den Kopf? Zustimmen kann ich dann nicht. Naja, gut. Dann fragen wir in der Bar nach Weiber. Wir werden hier bestimmt finden. Aber alles beim nächsten Mal.